Bis zu 8.000 Euro Elektroauto-Prämie. Gibt es Lieferengpässe bei Mercedes und Audi? Wie geht es mit Tesla jetzt im neuen Jahr weiter? Wir schauen uns die Quartalszahlen an und die wichtigsten Informationen aus dem Earning Call. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektrofahrer und Interessierte. Ihr seht im Hintergrund, ich bin gerade nicht zu Hause in meinem Büro und Studio, sondern unterwegs. Insofern gibt es heute den weißen Adler auf weißem Grund und ich werde euch in diesen News kurz die interessanten Nachrichten der gesamten Woche vorstellen. Kommen wir erstmal zu unserem Sorgenkind, nämlich den Umweltbonus. Der scheint sich noch weiter zu verzögern. Wie immer findet ihr unter dem Video in der Beschreibungsbox die Links zu den Artikeln, über die ich hier jetzt gerade spreche. Der Artikel vom Elektrif.net wurde aktualisiert und es sieht so aus, dass zumindest jetzt am 20. Januar endlich die Unterlagen nach Brüssel geschickt worden sind, damit die EU überhaupt das Thema Umweltbonuserhöhung prüfen kann. Insofern ist noch unklar, wie lange es dauert. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt viele Importeure, die den Umweltbonus vorwegnehmen. Wir haben zum Beispiel Renault, die 6.000 Euro Umweltbonus hier anbieten. Das bedeutet, sie stocken sozusagen den Anteil vom heutigen Umweltbonus auf. Auch Kia macht das. 6.000 Euro, die Kia hier gewährt, werden für den e-Niro und e-Soul geboten. Also das heißt, hier sind die Autohersteller schon aktiv geworden, weil sie nämlich einen drastischen Rückgang, insbesondere bei den Privatkunden, festgestellt haben für Elektroautokäufer. Ist auch klar. Du hast es mitbekommen, wir haben uns ja einen gebrauchten Smart gekauft, unter anderem auch deswegen, weil es eben halt völlig unklar ist, wann jetzt dieser Umweltbonus kommt und wir nicht mehr länger warten wollten. Wir wollten jetzt ein Auto haben und da bietet es sich natürlich an, ein Elektroauto als Gebrauchtwagen zu kaufen. Allerdings bekommt man da nicht die Förderung. Also wenn dich der Kauf eines Elektroautos interessiert und du bisher wegen des Umweltbonus noch zurückhaltend bist, schau dir mal bei deinem Hersteller an, den du bisher präferierst, ob es vielleicht einen extra Bonus gibt. Denn bei Nissan ist es zum Beispiel so, dass du sogar 8.000 Euro Prämie bekommen kannst, allerdings mit Bedingung. Also das heißt, du musst einen Gebrauchtwagen in Zahlung geben, damit dann diese 8.000 Euro gewährt werden. Was auch nochmal ganz interessant ist für diejenigen, die leasen wollen, diese Erhöhung des Umweltbonus bzw. dieser Prämie oder des Bonus, die von dem Hersteller gezahlt wird, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Leasingrate. Und zwar ist das durchaus spürbar. Wenn wir zum Beispiel uns das Renault und ADAC Leasingangebot anschauen, darüber hatte ich ja schon mehrfach berichtet, der ADAC bietet in Zusammenarbeit mit Renault für einen günstigeren Tarif als normal ein Leasingangebot für die Zoe an, dann wird also auch hier zum Beispiel die Leasingrate von 99 Euro monatlich auf 99 Euro monatlich reduziert von 109 zuzüglich dann noch der Batteriemittel. Also das heißt, hier macht sich natürlich mehr Geld, was man dann zum Beispiel in Form des Bonus dann in die Leasingrate als Sonderzahlung einzahlen kann, bei der monatlichen Rate bemerkbar. Also schau dir das Ganze nochmal an, inwieweit das für dich jetzt vielleicht doch interessant sein kann. Ja, es gab Berichte von Insidern, dass wohl Mercedes intern die EQC-Ziele kürzen würde, weil sie Probleme bei der Produktion haben, nämlich Engpässe. Und zwar geht es wohl um die Batteriezellen, die hier nicht in dem Maße produziert bzw. geliefert werden können, wie gewünscht und dementsprechend dann natürlich auch die Batterien nicht zusammengebaut werden können und dann das Elektroauto, in dem Fall der EQC, nicht so umfangreich verkauft werden kann, wie gewünscht. Bisher ist alles soweit dementiert worden, aber es sieht wirklich so aus, als ob hier genauso, und das muss man fairerweise sagen, ist es ja auch bei Tesla, die Batteriezellproduktion ist aktuell noch der Flaschenhals der gesamten E-Auto-Produktion, weil hier einfach noch nicht genug Produktionskapazitäten aufgebaut worden sind und dementsprechend die Zulieferer, denn viele machen das ja so, dass sie das nicht im Werk selber produzieren, sondern eben halt durch Partner
dann diese Batteriezellen zumindest geliefert werden und die Batterien dann im Werk oder bei den Herstellern zusammengebaut werden, dass hier dieser Lieferengpass besteht. Das gilt zum Beispiel auch für den Audi e-tron. Jetzt kündigt Audi Kurzarbeit im Werk in Brüssel an, wo ja der Audi e-tron gebaut wird, weil sie einfach nicht genug Batteriezellen bekommen, um die Batterien zusammenzuschrauben. Und dementsprechend merkt man das jetzt hier in der Produktion. Und das ist natürlich wirklich schade, dass jetzt diese beiden Elemente, sowohl die Engpässe bei der Batteriezellproduktion als auch der verzögerte Umweltbonus hier gerade die Dynamik am Jahresanfang stören. Die Autohersteller haben jetzt beim Bonus nachgelegt, weil sie eben halt jetzt auch wirklich unter Druck stehen. Man sieht das überall. Ich habe viele Gespräche in der Automobilindustrie, dass die Menschen dort richtig unter Druck stehen, die Firmen Druck ausüben und dementsprechend Elektroautos verkauft werden müssen. Und so fördert man das jetzt immer durch den Bonus. Und ich hoffe, dass dann hier bei der Batteriezellproduktion auch eine Lösung gefunden wird. Denn langfristig führt kein Weg darum, hier wirklich die Produktionskapazitäten auszubauen und für eine zuverlässige Lieferung zu sorgen, weil sonst einfach nicht genug Elektroautos auf die Straße kommen können. Ja, der Peugeot E2008, vielleicht erinnerst du dich an das SUV, ist nicht nur ab 35.250 Euro bestellbar, darüber habe ich ja schon berichtet, sondern es soll jetzt seit dem 25. Januar schon bei den Händlern das Fahrzeug zu besichtigen geben. Ich hatte jetzt leider noch keine Zeit. Wenn ihr euch das schon angeschaut habt, gebt doch einfach mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare, was so euer erster Eindruck ist. Das würde mich wirklich interessieren. Die Auslieferung soll wohl dann für April 2020 geplant sein. Ja, auch beim Aways U5 gibt es Neuigkeiten. Den hatte ich mir letztes Jahr in Genf angeschaut. Den werde ich mir dieses Jahr auch nochmal in Genf anschauen. Ich plane dahin zu fahren. Ich hoffe, das klappt. Denn dort wird dann die erste Serienversion dieses Fahrzeugs in Europa, also die europäische Serienversion, sichtbar sein. Die kann ich mir natürlich dann wunderbar dort anschauen und vielleicht auch einige Unterschiede oder Veränderungen, Verbesserungen zum Vorserienmodell, was ich letztes Jahr gesehen habe, anschauen. Warum ist das Auto so interessant? Ganz einfach, weil es ein Familien-SUV ist, was sehr günstig sein soll. Es sind 35.000 Euro hier im Gespräch. Wir schauen, wie das dann im Detail aussieht. Bisher ist die Informationslage bei Aways relativ dünn zum U5. Also es gibt noch nicht mal eine vernünftige Seite. Und trotzdem soll dann bereits im April der europäische Verkauf starten. Also da werde ich in Genf auch nochmal nachhaken, um dann entsprechenden Ansprechpartner zu bekommen. Denn leider die Ansprechpartner, die ich mir letztes Jahr dort gesucht habe, die existieren nicht mehr. Ich kriege da keinen Kontakt, sodass ihr dann die Infos bekommt, wann dieses Auto auf den deutschen Markt kommt und wie du es dann vor allen Dingen auch bestellen kannst. Ja, Rivian, das finde ich ganz interessant. Die sind ja sehr viel im Gespräch, obwohl sie noch kein einziges Auto überhaupt produziert bzw. verkauft haben. Jetzt ist es so, dass sie gerade angekündigt haben, dass in Kürze die genauen Preise bekannt gegeben werden. Was allerdings durchgesichert ist, dass ihr Pickup und SUV wahrscheinlich günstiger werden wird, liegt unter anderem daran, dass der Cybertruck so deutlich günstiger war und dass Rivian hier natürlich dann auch in Konkurrenz mit dem Cybertruck insbesondere auf dem amerikanischen Markt treten würde. Einen großen Vorteil hat Rivian. Im Gegensatz zu Tesla bekommen die Kunden von Rivian ja noch die Steuervorteile. Das sind 7.500 Dollar und das ist natürlich eine Preisspanne, die sie sozusagen auf ihren Verkaufspreis draufschlagen können, sodass sie dann hier gerade als Start-up entsprechende Unterstützung bekommen und eine größere Marge haben. Kommen wir zu einem weiteren neuen Auto, nämlich dem Honda e. Diesen habe ich mir auf der IAA angeschaut, ein wirklich interessantes Auto, allerdings geringe Reichweite, hoher Preis. Jetzt hat elektrif.net vor der Veröffentlichung eine Testfahrt machen können. Lest euch den Artikel in Ruhe durch. Er ist sehr interessant, wie immer. Wie gesagt, unten in der Beschreibungsbox ist der Link zum Artikel. Was kann man sagen? Also das Interessante beim
Honda E ist ja, dass man so ein riesen Display vor sich hat, wo dann verschiedene Bildschirme unterschiedliche Informationen wiedergeben. Es gibt diese Kamera-Außenspiegel, das heißt, die Bildschirme sind zu sehen. Da kommt zum Beispiel auch noch ein Video vom Audi e-tron. Ja, ich weiß, diejenigen, die auf die e-tron-Videos warten, warten verzweifelt. Aber wie gesagt, ich habe einfach jetzt so viel zu tun, dass ich nicht mehr einfach so viel Zeit in die Videos investieren kann wie bisher. Und dementsprechend kommt immer mal wieder ein Video. Ich habe noch ein Video vom e-tron auf dem Schneidetisch liegen. Vielleicht schaffe ich es dieses Wochenende, das noch zu produzieren. Also die Bildschirme sind auf jeden Fall besser als beim e-tron, denn da hatte ich wirklich Probleme. Ich zeige euch genau, in welchen Situationen das relevant ist. Dann kann man auch den Innenspiegel auf einen Monitor projizieren beim Honda E, und das finde ich ganz interessant, wenn man zum Beispiel den Kofferraum vollgepackt hat, dann muss man nicht durch den klassischen Innenspiegel schauen, sondern kann das eben halt über den Bildschirm realisieren. Vom Verbrauch her ist es wohl so, dass die Reichweite relativ gering ist. Ich muss nur mal ganz kurz hier gucken. Also mehr als 172 Kilometer Reichweite wurden nicht angezeigt bei diesem Test. Das heißt, je nachdem, wie man fährt, wo lang man fährt, ist das also eine gewisse Einschränkung. Es ist so, dass Honda gesagt hat, sie haben lieber weniger Batteriekapazität eingebaut, da gegen sich aber auf die Schnellladung konzentriert. Das ist im Prinzip das gleiche Konzept wie Porsche, die auch sagen, so nach dem Motto, wir laden lieber schneller und schleppen weniger Batterien mit. Je nach Fahrprofil ist das ein Vorteil oder nicht. Hier ist es so, dass man wohl innerhalb von einer halben Stunde von 0 auf 80 laden kann. Und das ist davon losgelöst, an was für einer Säule man steht. Also das heißt, schon beim 50 kW Lader kann man eben bis 80% in einer halben Stunde laden. Allerdings bedeutet das, wenn man an einem schnelleren Lader lädt, hat man keinen Vorteil. Also Daten sind bisher noch nicht veröffentlicht worden, aber die Ladekurve scheint wohl relativ konstant die 50 kW zu bieten. Und wenn man an einer schnelleren Ladesäule lädt, dann hat man wohl nur eine Minute Vorsprung. Das heißt, nur ganz am Anfang wird wahrscheinlich eine höhere Ladeleistung als 50 kW anliegen. Ja, für mich, wenn ich mir das so anschaue, ist es schon ein sehr trendiges Fahrzeug. Also ich denke, es wird seine Liebhaber finden, die auch bereit sind, den deutlich höheren Preis zu zahlen. Denn wenn man ihn vergleicht mit dem Peugeot, Opel oder Mini, alle bieten mehr Reichweite für weniger Geld. Und das ist, wenn man jetzt preisbewusst für einen Stadtwagen sich entscheidet, natürlich ein großes Kriterium. Hier geht es eher so um den, ich sag mal, hippen Städter, der ein cooles Auto fahren will. Und allein diese Bildschirmfront wird richtig was hermachen, und ansonsten sieht er vom Design ja auch ganz gut aus, aber nun gut, das ist dann auch immer wieder Geschmackssache. Ich hatte vor einiger Zeit darüber berichtet, dass VW diese flexiblen Schnelllader bietet, und jetzt ist ein Pilotprojekt gestartet, und zwar sind insgesamt 9 der 12 Säulen jetzt in Wolfsburg aufgestellt worden. Also wenn du mal vorbeikommst oder sowieso in Wolfsburg wohnst, solltest du dir das mal anschauen, was das Konzept. Du hast einen Pufferspeicher in diesem Schnelllader. Der Schnelllader selbst bzw. der Pufferspeicher ist an das normale Niederspannungsnetz angeschlossen, also sprich, ich sag mal, so einen normalen Hausanschluss, sodass dann eben langsam Strom in diesem Pufferspeicher fließt und der ihn schnell wieder an das Elektroauto, was lädt, weitergeben kann. Also das heißt, wenn du zum Beispiel aufgrund der niedrigen Anschlussleistung eigentlich zum Beispiel einen 22 kW Ladeanschluss nur bieten könntest, dann kannst du hier mit 100 kW bieten, aber die Pufferspeicherkapazität ist natürlich auch irgendwann ausgeschöpft, und je nachdem, wer vor dir dran war, dauert das eben halt etwas, bis dieser Pufferspeicher wieder gefüllt ist. Aber ich kann euch sagen, das ist eine wirklich sinnvolle Technik. Ich habe das in Marokko ausprobiert. Da hatte sich ein Tesla-Fahrer in seinem Sommerhaus genau das gebaut, einen Pufferspeicher, PV-Anlage. Und so konnten wir dann zumindest, ich glaube, so 60% der Batterie aus dem Pufferspeicher laden, und der Rest tröpfelte dann eben halt so langsam rein. Was ich richtig spannend finde, VW unter anderem hängt sich jetzt hier richtig rein. Man merkt, der Druck aus der Wirtschaft auf die Regierung wird immer größer. Und das ist nämlich genau das, was bisher gefehlt hat. Die Automobilhersteller haben nicht den Druck auf die Bundesregierung ausgeübt und gesagt, hier baut die Ladeinfrastruktur auf und. Und das fordert ja zum Beispiel
VW für Gesamteuropa, dass eben halt alle Länder verbindliche Ziele bekommen für die Ladeinfrastruktur. Denn vielleicht erinnerst du dich an letzten Samstag, dass zwar 51% darüber nachgedacht haben, als sie ein neues Auto gekauft haben, auch ein Elektroauto zu nehmen, aber der Großteil es nicht getan hat, weil unter anderem die Ladeinfrastruktur ein Thema war. Zweitwichtigste Thema nach der Batteriezuverlässigkeit. Also das ist ganz wichtig, dass hier zuverlässig ausgebaut wird. Ja, kommen wir zu den Tesla-Zahlen. Ich werde, weil die Sendung heute sonst sehr lang wird und ich nicht, ja, leider so viel Zeit habe, ich muss nämlich gleich zum Seminar, nur etwas oberflächlicher über die Tesla-Zahlen gehen. Was man sagen kann, im letzten Quartal gab es einen Umsatzrekord und einen Gewinn. Also das heißt, mit 7,38 Milliarden Dollar hat es den höchsten Umsatz seiner Firmengeschichte erwirtschaftet. Der Gewinn ist etwas zurückgegangen, auch im Vergleich zum Vorquartal absolut gesehen. Das liegt unter anderem auch daran, dass einfach hohe Investitionen gemacht werden. Tesla hat versprochen, dass sie auch in Zukunft darauf ausgerichtet sind, Gewinn zu machen. Aber es immer mal wieder, wenn Sonderfaktoren kommen, zum Beispiel Aufbau einer neuen Gigafactory, Produkteinführung oder so weiter, es von dem üblichen Trend zum Gewinn Abweichungen geben kann. Ja, kommen wir nochmal zu den Produktions- und Auslieferungskennzahlen. Und zwar ist auch hier ein Rekord gewesen. Insgesamt sind 112.000 Elektroautos im vierten Quartal ausgeliefert worden. Das waren 92.620 Model 3 und 19.475 Model S und X. Die werden, weil sie nicht mehr so viel produziert werden, nur noch in einem Atemzug genannt. Also das heißt, die 100.000, die geplant waren, sind erreicht worden. Und insofern geht nochmal der Blick nach China. Dort sind 15 Autos letztes Jahr ausgeliefert worden, aber die Produktion ist angelaufen und innerhalb von einem Jahr die ganze Fabrik aufgebaut worden. Wenn wir uns das Verhältnis der Lieferung und Produktion anschauen, dann sind 112.095 Autos geliefert worden und produziert worden 104.891. Das ist durchaus typisch für Tesla, dass sie dann immer wieder nochmal richtig Gas geben bei den Auslieferungen und einige Fahrzeuge sind ja auch immer wieder unterwegs. Dann für alle, die auf das Model Y warten, es kommt bereits im März, jetzt ist es sozusagen offiziell, dass nicht im Herbst das Fahrzeug ausgeliefert wird, wie ursprünglich geplant, sondern schon im März. Das ist auch insofern sehr wichtig, denn Tesla hat intern das Ziel, dass es mehr Fahrzeuge, also mehr Model Y produziert als 3. Das ist so die lapidare Antwort dazu gewesen, was dafür Zahlen erwartet werden. Ich gehe davon aus, dass es deutlich mehr sein werden, weil eben halt gerade die SUV-Bauform gerade viel beliebter ist als jetzt zum Beispiel die Limousine. Und gerade diese Stufenheck-Limousine, die das Model 3 mehr oder weniger ist, eben bei vielen ein K.O.-Kriterium für den Kauf ist. Dieser kleine Kofferraum, dieses Fach ist, also kleine ist ja relativ groß, aber für im Vergleich Model S mit dem großen Heckklappe, die man aufmachen kann, ist er halt relativ klein oder schlecht beladbar. Und das ist für viele ein K.O.-Kriterium. Also insgesamt erwartet Tesla dann 500.000 Fahrzeuge nächstes Jahr zu produzieren. Wie sich das zwischen Model 3, Y und den weiteren Fahrzeugen austariert, ist noch nicht ganz klar. Aber die Produktion vom Model Y soll also sehr schnell starten. Tesla hat ja da entsprechend auch schon Erfahrung mit dem Model 3 gesammelt. Geld hat Tesla ohne Ende. Über 1 Milliarde ist der Cashflow sozusagen das flüssig verfügbare Geld. Und auch im Supercharger-Netzwerk ist wieder jetzt im letzten Quartal Schwung reingekommen. Es sind mehr Stationen aufgebaut worden und Tesla nennt auch nicht mehr die Destination Charger. Das ist für mich ein Zeichen, dass Tesla da auf einem guten Weg ist. Das Fazit von elektrif.net finde ich auch ganz gut, deswegen werde ich es euch einfach mal kurz vorlesen. Alles in allem lässt sich abschließend feststellen, Elon Musk hat geliefert, das Geschäft brummt und die Rallye an der Börse dürfte weitergehen, denn in dieser Woche sind auch erstmals mehr als 600 Dollar pro Aktie zu zahlen gewesen.
Ja, wie sieht es aus mit den Auslieferungen im Gesamtjahr 2019 von Tesla in Amerika? Habe ich euch von Clean Technica einen Artikel mal rausgesucht. Und zwar hat Tesla einen Marktanteil von 78%, also 154.836 Tesla Model 3 haben sie voraussichtlich verkauft, denn das sind alles noch geschätzte Zahlen. Und 18.500 Model X, Model S waren es nur 13.300. Und wenn man sich anguckt, hier nach dem 3 kommt das X und dann kommt erst der Chevy Bolt, dann kommen andere und dann kommt hier der Nissan Leaf als größeres Fahrzeug. Der ist also knapp so viel verkauft worden wie das Model S. Und dann kommt schon der e-tron mit 5.300, Volkswagen e-Golf mit 4.8 und der i3 mit 4.8. Einen sehr interessanten Artikel habe ich bei Automotor Sport gefunden. Und zwar geht es hier in dem Artikel darum, wie die EPA-Reichweite ermittelt wird und insbesondere um den Unterschied zwischen Tesla Model S-Reichweite und Porsche Taycan-Reichweite. Ich fasse es für euch ganz kurz zusammen. Den Rest könnt ihr wie immer unten im Artikel lesen. Er ist wirklich interessant. Porsche hat sich darauf konzentriert, dass der Verbrauch bei dynamischer Fahrweise in gutem Klima gut ist. Der EPA-Zyklus berücksichtigt unter anderem auch Temperaturen. Und da hat Porsche bei niedrigen Temperaturen einen sehr hohen Verbrauch oder einen höheren Verbrauch. Und dadurch kommt dann hier entsprechend die geringere Reichweite zustande. Und auch im EPA-Zyklus werden eher, ich sag mal, Langstreckenqualitäten getestet, die zum Beispiel auf einer Langstrecke dann den Verbrauch beeinflussen. Also das heißt, um es nochmal ganz einfach zu sagen, wenn man ein Model S und ein Porsche Taycan gleich dynamisch fahren würde, dann wäre der Abstand zwischen Model S und Taycan geringer, denn dann verbraucht das Model S auch entsprechend mehr. Fährt man beide Fahrzeuge sehr konstant, sehr verbrauchsorientiert, dann ist er wieder größer, weil der Porsche halt einfach darauf ausgelegt ist, dass er bei dynamischer Fahrweise möglichst wenig verbraucht. Das macht ja auch Sinn. Das Auto ist ein dynamisches Fahrzeug, als dynamisches Fahrzeug von Porsche ausgestattet und dementsprechend muss er da seine beste Leistung bringen und nicht, ich sag mal, als sparsames Hypermiling-Car. Aber wie gesagt, der Artikel ist einfach interessant, um zu verstehen, wie die Ermittlung der EPA-Reichweiten funktioniert. Gute Nachricht auch für das Tesla Model 3. Und zwar ist es jetzt endlich so, dass zumindest schon mal im Berliner Senat das Model 3 als Dienstwagen zugelassen ist, beziehungsweise Tesla. Denn das ist das, was bei vielen Firmen einfach noch verhindert, dass man das Model 3 S oder X als Firmenwagen nutzen kann, weil in der Firmenwagen-Policy drinsteht, welche Hersteller dafür verwendet werden können oder nicht. Und ich denke, dass alleine dieser Punkt hier einen großen Einfluss auf die Verkäufe haben wird, denn dadurch ist es möglich, dass man jetzt sich eben halt einen Tesla als Firmenwagen zulässt und die meisten Fahrzeuge werden mittlerweile von Firmen neu gekauft und das bedeutet mehr neue Model 3 zum Beispiel, die dann wieder günstig auf dem Gebrauchtwagenmarkt in 2, 3, 4 Jahren verfügbar sind. Also hier kommt auch wieder weitere Bewegung in die Elektromobilität. Dann noch eine kurze Info, dass jetzt die Batteriezellförderung, Forschung und die Produktion in Europa gegründet worden ist. Und zwar hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron das sozusagen offiziell in Betrieb genommen. Die Pilotanlage soll aber erst Mitte März in Betrieb gehen. Also hier ist man auf einem guten Weg. Dann noch ganz zum Schluss eine Info für euch. Und zwar habe ich hier bei Inside EVs so eine Zusammenfassung, eine kurze Zusammenfassung der Gespräche mit den Investoren gefunden. Und da war unter anderem auch ein Hinweis darauf, dass im April weitere Informationen zu den Batterien von Tesla kommen. Und da bin ich schon richtig gespannt, denn meine Vermutung ist, dass es dieses Jahr auch noch eine neue, bessere, überarbeitete Batterie für das Model S und X gibt. Und das ist für mich natürlich interessant, denn gerade auf der Langstrecke bevorzuge ich doch eher das Model S. Allerdings im Moment ist aufgrund des Rückstands bei der Batterie, bei der Haltbarkeit jetzt für mein Fahrprofil bezüglich vieler DC-Ladungen am Supercharger,
einfach das Model 3 rein theoretisch besser und ich warte hier ganz ehrlich auf ein Model S, was dann entsprechende Rahmenbedingungen bietet. Und das könnte dann eventuell dann im April bekannt gegeben werden, was dort an Batterien zu erwarten ist. Auf jeden Fall meint Elon Musk, jetzt losgelöst von dem, was ich gesagt habe, dass die Leute da wohl vom Hocker gehauen werden, wenn sie erfahren, was ist dort in der Batterie Produktion, Forschung und Entwicklung bei Tesla geben wird. Also interessante Neuigkeiten. Ich hoffe, die Nachrichten haben dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, kannst du den Kanal natürlich gerne unterstützen. Teile das Video, gib ihm einen Daumen hoch, kommentiere unter dem Video. Ich hoffe, ich habe die Zeit, viele Kommentare zu beantworten. Auch das ist im Moment gerade etwas schwierig. Ich bin viel unterwegs. Allein diesen Monat bin ich, glaube ich, 5000 Kilometer unterwegs. Dementsprechend ist es alles gerade ein bisschen knapp, aber ich versuche mir die Zeit für dich zu nehmen. Ja, wie kannst du den Kanal noch unterstützen, wenn du noch nicht mein Abonnent bist? Dann wird es höchste Zeit. Klick hier auf das E-Auto und Point of Interest. Und wichtig ist, stell die Benachrichtigung ein, denn so kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Und wer weiß, wann das nächste Mal ist. Ich hoffe, vielleicht morgen. Wir werden es sehen. Ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.